Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markusson. Präsentiert von der Emil Frey AG, ihrem Autohaus in Zürich-Altstetten. Die erste Adresse für Land Rover an der Bottenstrasse 600 oder auf ihrautohaus.ch. Your British Car Enthusiasts. Roger gegen Markus an dem 27. Juni, vier Tage nachdem etwas Epochales passiert ist. Vielleicht das Wichtigste in Westeuropa seit dem Ende vom Zweiten Weltkrieg. Und ich habe jemanden hier im Studio, der jubiliert. Ein EU-Gegner, der immer von der intellektuellen Fehlkonstruktion spricht. Mein Gesprächspartner, der Markus Somm. Und jetzt fühlt er sich natürlich bestätigt, oder? Ja, bestätigt. Also erstens einmal finde ich, ja, es ist ganz ein guter Entscheid, ist ein ganz ein wichtiger Entscheid. Ich bin selber sehr überrascht worden. Du hast ganz anders gewählt. Jetzt nicht gedacht, jetzt wirklich nicht gedacht, dass, ja, nicht. Dass die Engländer die Kraft haben. Kraft? Nein, das ist unglaublich. Schau, das musst du jetzt einfach mal sehen, was das für eine Kraft braucht. Wenn alle Leute, die gescheiter sind als du, die vielleicht es besser sollten wissen, einfach sagen, nein, es ist falsch, unsere Wirtschaft bricht zusammen, es wird ganz schlimm, es gibt vielleicht sogar Krieg in Europa wegen dem. Und du sagst einfach, ich will meine Demokratie zurück, ich will wieder, dass meine Stimme zählt und ich sage jetzt, wir gehen in den Brexit. Das braucht unglaubliche Kraft. Ja gut, über das werden wir reden, was es ist. Unglaublicher Respekt. Gut, ich sage, es sind da viele Wetter gewesen, sie sind nicht aufgegangen, die von Cameron. Er hat das Referendum gemacht, damit er nicht abgesetzt wird von seinen eigenen Parteien. Und dann als viel schlimmer, das von Boris Johnson. Er hat ein Wetter aufgemacht, dass er Premierminister ist. Hat wahrscheinlich gedacht, dass der Cameron geschwächt ist. Jetzt ist er unter Schock. Und jetzt hat er keinen Plan und müsste die Verantwortung übernehmen. Hat ihm einen Text im Daily Telegraph hat geschrieben, das ist ja grossartig, das ist wunderbar mit Europa und wir behalten alles wieder nur noch besser mit Europa, wir können es noch viel besser machen, wie ein Bewerbungsschreiben zur EU. Der Mann hat sie nicht alle und er hat überhaupt keinen Plan und ich glaube, es ist ein Chaos, ein totales Chaos. Das, was du als Kraft und stark anschaust, ist für mich genau das Gegenteil. Mhm. Es ist shocking. Ja, gut. Also erstens, hoffentlich siehst du es anders. Du bist ja ein absoluter Bewunderer von der EU. Du findest das irrsinnig gut. Ich finde das Gegenteil. Also das müssen wir ja unterschiedlich anschauen. Zweitens, ich habe den Text von Boris Johnson auch gelesen. Ich finde, das ist gar kein verzweifelter Text. Oder irgendwie, das ist nicht irgendwie ein naiver Text, wie du das jetzt darstellst. Ich halte den Boris Johnson für einen der grössten Talent, das gibt in der Politik in Europa von meiner Generation. Aber er sagt doch, wir werden mit Europa. Ja, wir werden in Europa bleiben, alles wird sein. Das ist doch genau das Gleiche. Wir Schweizer bleiben doch keiner in Europa. Schau, du schleichst immer wieder auf die Propaganda von dieser EU-Zentrale. Voll auf der Leim. Voll auf der Leim. Wir sind Europa. Wir alle, die in Europa leben. Nein, aber es gibt er nicht einfach Europa, wo ja, die EU okay. ist. Und das sagt der Boris Johnson. Aber er Boris meint, Johnson sagt, wir haben eine riesige Zukunft in Europa. Aber er sagt auch, wir haben die Personenfreizügigkeit, wir können überall reisen, wir können überall hingehen, wir können überall wohnen. All das, was jetzt eigentlich zur Disposition steht. Und das wird so nicht passieren. Nein, das sagt er so nicht. Doch. Er sagt, erstens sagt er, das ist jetzt mal vorübergehend, sicher bleibt das alles. Das ist mal wichtig, es geht zwei Jahre, bis sie austreten sind. Da geht es darum, dass alle Staatsbürger, britische Staatsbürger, nicht gerade so verpacken und Angst haben. Das finde ich sehr verantwortungsvoll, dass ein Politiker mal sagt, hört mal zu, es ist dann ein wichtiger Entscheid gefallen, aber es ändert jetzt nicht alles von Tag auf Nacht. Das ist ein bisschen da, wie unser Bundesrat ab und zu tut, dass man das Gefühl hat, alles bricht zusammen. Das ist nicht Führung im 21. Jahrhundert. Führung im 21. Jahrhundert ist, dass du den Leuten sagst, schaut, in zwei Jahren vielleicht gibt es Veränderungen, aber jetzt haben wir auf jeden Fall Zeit. Zweitens, er sagt ganz klar. Darf ich zu dem Erstens? Ja, zu dem Erstens. Erstens ist ganz klar, jetzt ist die Verunsicherung da. Und wenn man das rausschiebt, auch dass man den Artikel 50, wo das formelle Gesuch ist, eben austritt, rausschiebt, dann wird die Verunsicherung länger gehen. Je länger die Verunsicherung geht, desto schlimmer wird es vor allem für Großbritannien. Und wir haben ja schon gehört, Merkel hat gesagt, wir wollen keine Hängepartie, der Renzi hat das Gleiche gesagt, etc. Also er will das rausschieben Nein. und hofft vielleicht darauf,
darauf, dass es gar nicht passiert. Weil es gibt ja verschiedene Indizien dafür, dass möglicherweise das dann gar nicht passiert. Er meint, er hätte jetzt ein Druckmittel in der Hand, so wie andere gemeint haben, sie hätten ein Druckmittel, so wie der Tsipras in Griechenland das Gefühl hatte, er hätte ein Druckmittel, so wie eine gewisse Schweiz das Gefühl haben, sie haben ein Druckmittel gegen die EU. Das ist Fantasie, gut, nicht mehr. Also Roger, erstens einmal, wenn du dein Radio willst verkaufen, dann brauchst du auch Zeit. Dann sagst du auch, ja, nicht gerade morgen, sondern du sagst vielleicht die Ende Jahr muss das durch sein. Das ist doch völlig normal. Das ist doch völlig dumm. Nein, Ziel, aber nochmal. Das sagen Hängepartie und so weiter. Ist doch völlig aber klar. Aber warum? Wenn es einen von der grössten Entscheid gibt, den Europa je erlebt hat, seit dem Zweiten Weltkrieg, wie du richtig sagst, ist doch völlig klar, dass man nicht am Dienstag wie der Naivling Martin Schulz verlangt, dass man schon am Dienstag den Artikel auslösen. Wieso? Weil doch die zuerst einmal klar haben müssen, was für eine Regierung sie wollen haben. Okay. Sie wollen doch im Herbst eine neue Regierung zuerst bestellen. Also, England hat eine neue Regierung. Also du sagst ja, der Cameron sei ein Feigling, hast du geschrieben. Nein, ich habe nicht gesagt Feigling. Er täge sich aus der Verantwortung stellen. Eindeutig. Also, will das verschieben bis in Oktober, will auch nicht den Artikel 50 selber loslösen, sondern das soll sie nachfolgen machen. Das ist eine Verzögerungsstrategie und das werden die Europäer nicht akzeptieren. Ja, das ist mir völlig egal, was die akzeptieren. Schau, das ist genau da, wo die EU-Leute, nicht die Europäer, sondern die EU-Leute, das ist eine kleine Minderheit, eine kleine Elite, die in Brüssel hockt und das Gefühl hat, sie verwaltet Europa. Es ist nicht eine kleine Elite. Schau, der Herr Renz ist in Rom. Roger, wenn jetzt eine Volksabstimmung stattfindet in den 28, 27 Mitgliedstaaten, ich sage dir, die Hälfte würde austreten. Genau, die würden dann auch so angelogen werden wie die englischen Wähler. Die EU ist eine Verschwörung von Eliten, die gut ausgebildet sind und sich nicht scheren um Demokratie. Das ist das Problem. Also, und deswegen wird das auch zusammenbrechen. Also gut. Die EU-Gegner, die Brexit-Leute, die sind ja belogen worden, so wie wir es in der Schweiz auch erlebt haben, bei der Masseneinwanderungsinitiative. Über das reden wir nachher. Wieso? Man hat ihnen zum Beispiel gesagt, auf dem Bus ist gross gestanden, 350 Millionen Pfund pro Woche gehen in die EU. Und die werden ab sofort, dann, wenn wir dann nicht mehr dabei sind, in unser Gesundheitssystem NHS gehen. Am gleichen Tag, wo abgestimmt wurde, haben sie gesagt, nein, das ist natürlich falsch gewesen. A, gehen nicht 350 Millionen hier hin, weil ein Teil kommt wieder zurück. Und zu der NHS gehen sie auch nicht. Das heisst, die Leute sind massiv belogen worden. Es ist auch gesagt worden, dass mit der Personenfreizügigkeit ist dann weg. Der Boris Johnson und andere haben gesagt, nein, das bleibt dann auch noch. Also mit Lügen, Betrug und irgendwelchen noch zum Teil fremdenfindliche Parolen, unter anderem auch mit dem Anspruch, wir sind dann wieder frei, Independence, hat man die Leute dazu gebracht und viele wachen jetzt auf, reiben sich die Augen und sagen, ja Moment, es ist ja alles schon ganz anders. Roger, was du sagst, das klingt ganz auffällig, genau gleich wie am 9. Februar 2014, wo die Schweizer Bevölkerung und die Stände angenommen haben, die sogenannte Masseneinwanderungsinitiative. Schau, es ist ein Muster, das wir kennen, ich kann dir auch sagen, das Muster kommt aus Brüssel. Nein, das Muster kommt von diesen Ländern. Brüssel hat das Problem mit Volksabstimmungen und Demokratie. Jedes Mal, wenn eine Abstimmung passiert ist, die ihnen nicht passt, läuft immer das gleiche Spiel. Sie sagen, ja, die Leute haben keine Ahnung gehabt, die Leute haben Angst, die Leute wissen gar nicht, über was sie abstimmen. Sie sind natürlich auch viel dümmer als wir sind ja viel gescheiter hier in Brüssel. Aber der Fall, den ich jetzt beschrieben habe, die Geschichte, ist alles falsch. Was? Erstens, das, was du zitierst, ist der Farage gewesen. Der Farage ist nicht in der Regierung, der Farage ist absolut ein Oppositionspolitiker, ist einer der Gegner gewesen, von der EU. Er hat das Ganze initiiert. Es ist nicht relevant, es ist etwa genau das Gleiche, wie wenn ich weiss nicht, irgendein absolut unwichtiger Vertreter von einer kleinen Partei in der Schweiz etwas sagt. Entscheidend ist, was der Boris Johnson sagt. Wieso? Weil der Premierminister wird. Aha, aber er ist es noch nicht. Hä? Wieso ist es sehr entscheidend? Und der andere nicht. Wer ist denn wichtiger? Nein, Tories oder die UKIP? Also einfach, dass man weiss, in England gibt es zwei Parteien, die sind zwei grosse. Und die eine ist ganz klein, die heisst UKIP. Ja, so klein ist die gar nicht. Die haben einfach wenig Leute im Parlament. Wegen dem Wahlsystem. Aber tatsächlich ist gelogen. Und der Farage, der ist eigentlich der gewesen, wo das Ganze, die Anti-EU Motionen und Gefühle geweckt hat. Und der Boris Johnson, der ist erst aufgekumpelt im Februar. Wo er gemerkt hat, erst ganz am Schluss, wo er gemerkt hat, er könnte eventuell Premierminister werden. Der war vorher gewesen und hat zum Beispiel gesagt, das ist so. Wir reden über Weltgeschichte und du kommst mit so Schrebergartenoptik. Ja, das ist Schrebergartenoptik. Du kannst das Gefühl hast, es geht mit Boris Johnson nur darum, werde ich Premierminister oder nicht. Das ist doch kleinkariert. Aber er ist erst im Februar aufgekommen. Es geht doch um die Zukunft von seinem Land. Ja, weißt du warum? Weil dann der Cameron zurückgekommen ist aus Berlin und gesagt hat,
ich habe nichts erreicht. Gar nichts. Er hat es natürlich nicht so gesagt, aber natürlich hat er faktisch nichts erreicht. Und der Boris Johnson hat das gesagt. Der Boris Johnson hat gesagt, als ich gesehen habe, was die EU uns konzidiert, und das ist praktisch nichts, habe ich gewusst, ich muss ins andere Lager wechseln. Und ich muss dir etwas anderes sagen. Das ist genau der Grund, warum ich eine unglaubliche Bewunderung habe für den Boris Johnson. Okay. Wir alle sind überzeugt gewesen, es gibt ein Nein. Der Boris Johnson hat seine ganze Zukunft aufs Spiel gesetzt mit dem Entscheid. Es war etwa genau das Gleiche, gewesen, wie als ich seinerzeit den Tagesanzeiger verloren habe und gesagt habe, ich gehe zu der Welt. Okay, jetzt ist alles klar. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig. Weltpolitisch fast ähnlich. Aber ehrlich, Roger, tu doch mal anerkennen, dass auch Leute, die anderer Meinung sind als du, vielleicht einmal einen guten Charakter haben. Und ich kann dir sagen, der Boris Johnson hat einen sehr guten Charakter. Und er hat unglaubliches Wagnis. Ist er eingegangen, er hat nicht können wissen, dass es so rauskommt, wie es kommt. Er hat eigentlich müssen damit rechnen, dass seine politische Karriere fertig ist. Also gut, Tatsache ist, nur wegen der Sonderbedingungen von den Engländern. Die haben Sonderbedingungen seit x Jahren. Aber ganz die kleine, nicht entscheidende. Darf ich auch etwas sagen? Sie sind nicht in Schengen, oder? Ja. Sie sind nicht beim Euro. Das sind die ganz entscheidenden Sachen. Ja, aber 60% von ihren Gesetzen werden von Brüssel gemacht. Aber ist gleich. Die haben etwas, was die anderen nicht haben. Und jetzt haben sie noch mehr wählen. Und das Interessante ist, jetzt musst du rasch hören, sie sind unter anderem die, die gesagt haben, wir müssen die Osterweiterung haben, etc. Und jetzt sind die Brexit-Leute und sagen, warum haben wir so viele polnische Arbeiter? Das ist in erster Linie auf Drängen von den Engländern ist das passiert. Ja, aber nicht Personenfreizügigkeit. Auch? Nein. Bei der Erweiterung? Ja, die Erweiterung. Ja, dort ist Personenfreizügigkeit inbegriffen. Die Engländer wollen, und ich habe das damals auch so gesehen, weil man gehofft hat, dass die EU wieder ein bisschen dezentraler wird, dass sie vielleicht dadurch auch demokratischer wird und nicht zu dem zentralistischen deutsch-französische Projekt. Das ist es jetzt. Man hat halt anders gehofft. Das kann passieren. Man kann mal die Lage anders einschätzen. Personenfreizügigkeit kannst du heute nachlesen vom Rudi Strahm. Ein brillanten Artikel von Rudi Strahm im Tagesanzeiger, der besten Zeitung von der Schweiz neuerdings. Okay, es gibt auch noch schlechte. Wo sagt, Personenfreizügigkeit ist eigentlich das Hauptproblem in der EU. Hätte die EU reagiert auf das Problem, hätte es gar keinen Brexit. Gut, also. Und das ist jetzt noch eines, ich will es noch eines betonen, warum ist das epochal und warum geht es nicht um den Boris Johnson allein? Es geht doch darum, dass die Leute, die Engländer oder auch die Schweizer oder auch die Deutschen, könnt immer noch demokratisch entscheiden. Ich will die Regierung abwählen können, die meine Gesetze macht. Das ist in der EU nicht mehr der Fall. Es geht um Demokratie. Und gerade du, Roger, du bist doch immer auf der Seite von der Demokratie und von der Rebellion. Ich weiss gar nicht, warum du plötzlich Bürokraten und so Technokraten verteidigst. Das sind nicht Bürokraten, natürlich nicht Technokraten, sondern das sind Vertreter von der demokratischen gewählten Regierungen in Ost- und Westeuropa. Aber jetzt lass mich etwas sagen. Demokratisch wie ein Chefbeamter bist. Aber du hast am Anfang gesagt, das war mutig und Kraftakt. Das ist ein Wort von Christoph Blocher. Die hat man gehört nach dem 9. Februar. Tatsache ist, es ist ein Aufstand gegen die Elite. Mhm. Warum? Wegen diesen ganz grossen Einkommensunterschied. Habe ich dich noch nie gehört, dass das bemängelt hat. London, wo reich ist, und die Provinz, wo arm ist. Mhm. Dass man dann auf die Populisten, die sagen, wenn ihr jetzt Nein stimmt, dann sind ihr wieder frei, Independence Day etc. Mhm. Und auf diese Art und Weise entsteht ein Gefühl, dass man dann Denkzettelpolitik macht, weil man das Gefühl hat, wenn man mal Gelegenheit hat, der Regierung eins als Bein bisschen, dann macht man das unabhängig von dem. Ja. Und das passiert nicht nur dort, das ist jetzt eine Tendenz fast schon weltweit. Und das ist gefährlich. Ich will eher mal von dir hören, ob du nicht das Gefühl hast, dass das auseinanderklappt von den wenigen Reichen und den vielen Armen nicht möglicherweise die ganz grosse Bedrohung ist von unseren Strukturen? Also erstens mal würde ich sagen, das ist ja gerade der Punkt, wo es in England auch darum gegangen ist. Wenn du findest in England, es ist ein Problem, dass London so viel reicher ist als der Nordosten, hast du heute keine Möglichkeit mehr gehabt, mit demokratischen Mitteln das zu verändern. Wenn du, sagen wir jetzt, ein Sozialist bist in England, dann hast du nichts mehr verändern können. Wieso? Kannst du die Regierung haben? Schau mal Griechenland an. Griechenland lebt jetzt unter einem der neoliberalsten, brutalsten Regimes, das es je gegeben hat. Das Regime hockt nicht in Athen, es hockt in Berlin. Die Griechen können wählen, wer sie wollen. Es ändert nichts mehr an ihrem Elend. Einfach nichts mehr. Und das ist doch der Grund, warum die Engländer
zu Recht gesagt haben, wenn wir finden, London ist zu reich. Jetzt kann man über das diskutieren, wenn wir gleicher Meinung sind, spielt nicht einmal so eine Rolle. Ich bin sogar der gleichen Meinung, wenn es um Amerika geht. Ich verstehe den Arbeiter in Ohio, wo sagt, ich sehe nicht ein, was das mir bringen soll. Die Trade Deals bringen mir nichts. Der Kapitalismus bringt mir nichts mehr. Ich verstehe ihn und ich will, dass er demokratisch entscheiden kann, dass er sagen kann, ich will eine andere Welt. Genau. Aber das ist doch das, was in der EU nicht mehr geht. Du kannst nichts mehr machen. Okay. In der EU haben wir keine Demokratie okay. mehr. Okay. Okay. Es dann ist schlimmer als im Mittelalter. Und dann, schlimmer als im Mittelalter. Ja, sicher. Jetzt wird es aber ganz extrem. Ja, sicher. Ich weiß, dass man verkauft wird als Demokratie. Moment. Und so intelligente Leute wie du glauben das noch. Man könnte Regierungen abwählen. Auch in England könnte eine Labour-Regierung auch noch Merkel ablehnen? Wie würdest du Merkel abwählen in England? Nein. Frau Merkel hat jetzt einfach 70 Millionen Türken ein Visum gegeben. Einfach so. Nein, das war die EU. Jetzt würde ich Frau Merkel abwählen. Ja. Als Schweizer ja. kann ich nicht. Als Engländer kann ich nicht. Als Spanier nicht. Als Luxemburger nicht. Als Holländer nicht. Als Belgier nicht. Aber niemand Markus, kann etwas machen gegen diese Regierung. Das ist Demagogie. Das waren 28 Länder, die ja. das mit der Türkei Aha. verhandelt haben. Jetzt kommen die Rattenfänger, die kein Rezept haben. Wir haben es beim Trump. Wir werden es auch sehen beim Boris Johnson. Und das wird ganz schlimm sein. Man hat dann auch die fremdenfindlichen Motive hat man geweckt wegen der Einwanderung. Dabei kommen ja die meisten Leute, die meisten Einwanderer in England gar nicht aus der EU, sondern aus den Commonwealth-Ländern und so weiter. Und Hunderttausende von Engländern sind in Europa etc. Das Ganze ist ja völlig auf einer irrationalen Ebene passiert. Das Empire, das verlorene Empire, die verlorene Unabhängigkeit soll zurückgewonnen werden. Dabei, so sagt es jetzt ja sogar der Boris Johnson, wir müssen wieder Deals machen mit der EU. Und ganz klar, sonst verlieren wir das Ganze, was wir jetzt haben. Das haben sie ja vorher gesagt. Nein, das haben sie mal. Sie haben denen etwas. Bisschen gut. Das ist genau die gleiche Diskussion, die wir in der Schweiz haben. Niemand ist in der Schweiz gegen bilaterale Verträge. Einfach kein Mensch. Ich kenne niemanden. Bitte die Adresse und Telefonnummer, ich rufe mal. Es gibt niemanden, der dagegen aber wenn, ist. Es geht darum, um welche Verträge. Genau. Und es ist genau das Gleiche mit England. Der Boris Johnson hat, oder auch der Gove, oder alle die intelligenten Leute, und ich meine, du musst jetzt einfach mal wissen, Roger, etwa 3/4 der Tories, und zwar Funktionäre und Wähler, sind für den Brexit gewesen. Das ist eine der besten, machtgewohntesten Parteien, die wir überhaupt im Westen haben. Hast du das Gefühl, die sind alle irrational? Hast du das Gefühl, die sind alle Fremdenfinder? Jetzt wollen wir mal schauen, 3/4 im Parlament in London, in Westminster, sind gegen den Brexit gewesen. Ja, jetzt nimmst du Labour dazu. Und jetzt Labour, reden wir von den Konservativen. Aber jetzt sind beide Parteien sind in Aufruhr. In England ist ein totaler Aufruhr. Die Schotten wollen weggehen. Die Labour Party wollen ihren Chef, ihren Altmarxisten Corbyn loswerden. Und bei den Tories, da haben wir noch da die Theresa May, wo sollte der Boris Johnson finden. Es ist total einfach Chaos und Rechtsunsicherheit. Aha. Das wird ja relativ noch lange gehen, wie du selber sagst. Die Rechtsunsicherheit ist Gift. Gut. Vor allem auch für so einen Ort, wo zum Beispiel der Finanzhauptstadt soll sein wie London. Das ist absolutes Gift. Also die werden alle von dort weggehen. Niemand will unter dem Aspekt und dieser längeren Unsicherheit noch investieren oder irgendwie noch da bleiben. Also Roger, du redest einmal ab und zu, erinnerst du mich an einen Deutschen, so Wilhelm Kaisers Zeiten? Nein, ehrlich, ich meine, die haben auch Stabilität gehabt, 40 Jahre hast du den gleichen Chef. Einmal habe ich das Gefühl, du willst das. Du willst keine Demokratie mehr. Was heisst? Selbstverständlich tut Demokratie Entscheidungen bringen, wo die Leute nicht damit gerechnet haben, dann muss man sich neu adaptieren. Das ist ja der Grund, warum Demokratie allen anderen Staatsformen überlegen ist, weil es viel, viel flexibler ist. Dass jetzt 3 Tage nach dem historischen Entscheid nicht alles ganz klar ist. Also hey, Roger, das glaubst du ehrlich selber nicht. Und ich meine, von einem Chaos zu reden, wie einem unbeliebten Parteivorsitzenden wie der Corbyn von ein paar unbeliebten Ministern ein bisschen bedrängt wird. Ich kann dir heute wetten, der Corbyn wird das alles überleben, ist überhaupt kein Problem. Ich wette mit dir auch, dass der Boris Johnson Premierminister wird. Ich wette mit dir auch, dass England in 3 Jahren viel besser dasteht als praktisch jedes EU-Mitgliedland. Ich schreibe mit, so viel Wetter aufs Mal kann ich gar nicht. Viel. Und ich lade jedes Mal ein. Wir gehen 3 Mal essen. Genau. Wird ganz teuer für mich. Und 4 Mal wirst du zahlen. Machen wir Werbung und reden mal auf die Auswirkungen von dem Ganzen auf die Schweiz. Liebe IT-König, wir wetten für unser Netzwerk ein sorgloses Paket für 365 Tage im Jahr. Und wenn es geht, ein Dokumentenmanagement gerade noch oben drauf. So. Du hast wohl schon ein Krügerchen Wein gehabt. Ein sorgloses Paket und das Dokumentenmanagement dazu.
Wie viel Gold hast denn du dabei, damit ich dir sofort helfen kann? Ne? Lassen Sie sich kein Märchen erzählen. Wir von der Grafax IT Services bieten Ihnen nicht nur ein rundum Sorglospaket, sondern auch das gesamte Dokumentenmanagement zu fairen Preisen. Besuchen Sie unsere Webseite www.grafax.ch. Grafax IT Services. Bei uns ist der Kunde König. Also, ich habe vorher erwähnt, das erinnert mich wirklich an die Folge vom 9. Februar. Kaum war der durch, hat es plötzlich irgendwie anders geheißen. Ich habe noch kurz vorher den Christoph Blocher, den du ja auch flüchtig kennst, in meiner Sendung gehabt. Und ich habe gefragt, gibt es Probleme mit der EU, mit der Bilateralen? Hat er gesagt, überhaupt nicht. Ich übernehme die Verantwortung. Mhm. Jetzt sind wir 2,5 Jahre später und es ist noch nichts passiert. Und es ist ferner denn je, dass wir eine Einigung machen können. Logisch sind wir alle für die Bilateralen, aber das geht nur unter gewissen Bedingungen. Und die Bedingung heisst für die EU natürlich Personenfreizügigkeit und jetzt mehr denn je. Das ist doch, das heisst, wir haben die genau gleiche Verunsicherung jetzt hinter uns und das wird jetzt noch viel stärker kommen. Nein, ich schätze völlig anders. Erstens glaube ich nicht, dass man nicht hätte schon lange eine Einigung bringen mit der EU. Man hätte einfach einseitig, eine Woche nach dieser Abstimmung, hätte man einfach können umsetzen können. Einseitig, die EU hätte gar nichts gemacht. Weil die EU will die Bilateralen auf keinen Fall künden. Auch das wette ich, das ist jetzt die 5. Wette. Da bin ich absolut überzeugt. Zweitens, unsere Situation ist heute eigentlich aus meiner Sicht wahrscheinlich sogar besser. Weil jetzt ist völlig klar, und auch im Bundesrat sollte klar sein, mit der EU können wir jetzt nicht verhandeln. Die haben andere Probleme. Wir sind eines von diesen Ländern. Übrigens habe ich weiss aus guter Quelle, dass Leute, und die wichtig sind in der EU, uns selber gesagt haben, schaut mal, ihr seid das einzige Land in ganz Europa, wo wir kein Problem haben. Weil wir sind ja die, die alle Regeln schön einhalten, im Gegensatz zu allen EU-Mitgliedstaaten. Also erstens, die EU hat gar keine Zeit für uns. Jetzt machen wir das, was wir brauchen. Wir brauchen irgendeine Begrenzung von der Immigration. Einfach die, das kann Inländervorrang sein, das können administrative Massnahmen sein, wo man irgendwie komplizierte Sachen macht. Das ist überhaupt kein Problem, können wir einseitig machen. Dass 2,5 Jahre nichts passiert ist, liegt daran, dass die Verwaltung und der Bundesrat gleich denken wie du. Die wollen in die EU unbedingt. Die wollen jedes Ereignis als Anlass nehmen, um uns wieder Angst zu machen und zu sagen, also wenn ihr jetzt nicht Ja sagt, dann ist es ganz schlimm, dann kommt der böse Wolf und tut euch alle fressen. Gut, so läuft das jetzt. Jetzt darfst du auch noch etwas sagen. Das ist aber schaurig. Zum Ganzen. Das Ganze ist natürlich völlig, völlig anders. Die Geschichte ist jetzt die, wenn wir sagen wir einen Inländervorrang machen, oder das andere, irgend so die Kniffs oder Schutzklausel und so, faktisch also Personenfreizügigkeit aufheben, dann wird die EU sich so verhalten, wie du es vorher beschrieben hast, mit Griechenland. Und so wie sie es mit Großbritannien werden machen. Und sie müssen das machen. Sie müssen hart sein. Sie müssen dann sagen, wenn ihr eure Verträge nicht einhaltet und eben Inländervorrang, das ist ein Vertragsbruch, dann werden wir zurückschlagen. Sie müssen das machen. Die jetzt zusammen sind, die werden jetzt zusammenrücken und sie werden nicht irgendwie aus so Sympathie, aus Nostalgie und was du alles verzapfst, wie da die Schweiz gelobt wird, werden sie uns Sonderbewilligung oder ein Sonderzügli bewilligen. Mhm. Wenn man das erwartet, nein, man kann das machen, jetzt den Inländervorrang einseitig machen, aber dann muss man bewusst sein, was das oder dass das massive Konsequenzen also gut, kann. Die massivste Konsequenz, die es wird geben, und die wird nie kommen, wäre, dass die 27 übrigen Staaten, die es noch gibt in der EU, sie werden wahrscheinlich immer weniger in den nächsten paar Jahren, dass die dann künden. Dass die alle Bilateralen künden. Dann tun wir als erstes Mal für den Gotthard-Durchfahrt einfach 2'000 Franken verlangen von so Lastwagen, wird dann schauen, wie viele von diesen Ländern wollen künden. Roger, ehrlich, also du hast auch in deinem Leben schon so viel Mal verhandelt. Und wenn du jedes Mal zum Verhandlungspartner gegangen wärst und gesagt hättest, bitte, bitte, tu mich nicht auffressen, dann hättest du nie etwas erreicht. Die Schweiz kann gar nicht verhandeln. Du kennst die Schweiz kann gar nicht verhandeln. Nicht einmal unsere Bundesräte und unsere Diplomaten. Ja. Diplomaten wollen alle in die EU, die meisten. Nein. Mal, die meisten. Wollt niemand mehr in die EU. Das gar nicht. Und der Bundesrat will nicht in die EU. Das ist eine von der ganz grossen Lügen. Das ist der böse Wolf, der plötzlich das weisse Fell anzieht. Schau, es wollen in der Verwaltung wollen die Leute eigentlich immer noch in die EU. Und vor allem, was sie nicht wollen, ist negativ auffallen. Das sind alles Musterschüler. Hat auch etwas zu tun mit der Rekrutierung der heutigen Politiker in der heutigen Zeit. Schau mal Simonetta Sommaruga. Das ist eine Frau, die nie anecken will. Einfach nie. Aber sie ist gelaufen froh, da. Die ist froh, wenn die Junker sie schmusst. Also, ich finde das gut. Also, los, ich das, sind Leute, das sind doch nicht Leute, die hinstehen und sagen, ich bin mal richtig schambar unbequem, wie das alte Linke früher noch gemacht haben. Wie der Helmut Hubach vor x Jahren mal gesagt hat, das ist dann aber nicht so rausgekommen, sondern hat ein weiteres Spiel mitgemacht. Aber
Schau doch mal an, was der Christoph Blocher uns eingebracht hat. Was uns der Christoph Blocher eingebracht hat mit dieser Masseneinwanderung. Mhm. England, der Finanzplatz ist in Krise. Die werden weggehen, wenn die außerhalb der EU sind. Und das ist ja beschlossen worden. Also, da reden wir auch. Ja, Roger, Finanzplatz London vor dem Ende, sagst du? Nein, wird geschwächt werden. Vor dem Ende weiss ich nicht. Aber die tun sich überlegen, wo sie hingehen wollen. Und die Schweiz wäre natürlich mit dem Bankenplatz super geeignet gewesen, als ein Teil zu uns gekommen. Aber wegen dieser Unsicherheiten, die wir jetzt haben, auch mit der EU, werden sie eben nicht in die Schweiz kommen, sondern werden sie auf Frankfurt gehen und nach Paris. Frankfurt oder Paris. Du glaubst an Stach. Nein, und in die Schweiz, wir hätten jetzt wirklich in diesem wirklich schlimmen Fall, der passiert ist, aus meiner Sicht, aus dem Glücksfall, wie es du siehst, aus dieser Kalamität, hätte die Schweiz mindestens können profitieren können, aber der Blocher hat es uns vermisst. Gut, erstens glaube ich das nicht, weil der wichtigste Grund, warum das London überhaupt so ein wichtiger Finanzplatz ist, ist ein Scharnier zwischen Europa und Amerika. Und wie du die Amerikaner gut kennst und genauso gern hast wie ich, weißt du, sie reden weder Slowakisch noch Tschechisch, auch nicht Deutsch gut, sie reden auch nicht Französisch gern und auch Spanisch nicht. Ist ganz einfach. Die Schweizer London, Banker können zum Teil Französisch und Englisch. London ist für die Amerikaner der beste Standort in in Europa aus dem Grund. Das Zweite ist, und das ist noch viel, 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 viel wichtiger, Common Law. Sie haben die gleiche Rechtstradition. Und das ist ganz ein wichtiger Grund. Dublin ist eigentlich der einzige Ort, wo könnte von dem profitieren, dass London vielleicht nicht mehr so attraktiv ist. Frankfurt, wo fast keine Banken mehr sind. Was? Und nichts mehr funktioniert. Ja, aber sicher. Hast du das Gefühl, die deutschen Banken spielen noch irgendwann in der Weltliga? Aber die amerikanischen Banken? Paris ist seit etwa dem 12. Jahrhundert auf dem Niedergang. Nein, es geht ja nicht nur um Amerikaner. Zum Beispiel, aber die Amerikaner sind die wichtigsten. Nein, die UBS und CS, die haben Tausende und Tausende von Mitarbeitern in London. Weil von dort, ja, das wollen wir gerade mal schauen. Das ja, CS vielleicht nicht, weil CS andere Sorgen hat. Gut, also ich glaube, auch die internationalen Banken, HSBC und wie die alle heißen, die werden sagen, London ist eben nicht mehr Brücke zwischen Europa und Amerika, weil sie sind eben im Brexit, oder? Und genau das, was du vorher gesagt hast, ist weggefallen, aber die Welt nehme ich aber gerne an. Mhm. Wenn mindestens 10-15% schon zurückgeht, dann ist... Wäre gar kein Problem. Ist kein Problem. Für dich nicht. Du hast ja auch das Bankgeheimnis abgeschafft und hast nicht brüllt. Wenn du jetzt so das würdest glauben, dass der Finanzplatz das Wichtigste ist, was es überhaupt gibt in einem Land, dann hättest du das Bankgeheimnis... Habe ich das gesagt? Für London ist das Wichtigste. Du hast das Bankgeheimnis sicher nicht gut gefunden. Nein, also, für London ist das Wichtigste. Du hast auch in Kauf genommen, dass wir aus politischen Gründen etwas abgeschafft haben, wo unserem Finanzmarkt natürlich geschattet. Es ist einfach eine neue Zeit. Ich weiss, in dir bist du noch nicht angekommen. Weil du geistig immer noch im Mittelalter bist. In einer neuen Zeit, die uns ins Mittelalter zurückführt. Ja, dort würde ich nie ankommen. Okay. Es ist wirklich. Brexit. Ja, genau. Es laufen jetzt unglaublich viel Wette. Ich glaube, ich muss in den nächsten Jahren nie mehr in einem Restaurant zahlen. Danke für. Soweit also unsere heutige Diskussion. Ein bisschen Spezialsendung, ganz klar. Aber das ist wirklich so monumental, epochal. Wir haben es gesagt. Das wird uns sicher noch sehr stark beschäftigen. Jeden Tag bringt neue Informationen. Und wenn man sich wirklich intensiv beschäftigen kann, es viel auch BBC geschaut. Ich weiss nicht, ob du das gemacht hast. Viel englische Zeitung gelesen. Es ist etwas ohne Beispiel, wenn wir schauen, wie sich das entwickelt. So, jetzt geht es weiter im Programm bei Radio 1. Schönen Abend. Heute Abend übrigens kein Schawinski. Sommerpause, jawohl. Das muss ich leider hier verkünden. Man kann sich aber vielleicht sonst auch noch den Abend ein bisschen verschönern. Es gibt ja auch noch zum Beispiel Fußball. EM 2016. Live auf Radio. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.